So, wir sind zurück bei The Evil Within und hier mit dem netten Doktor, der... Alter, dieser Typ, ey, der ist voll scary mit diesem Licht gerade. Sieht aus wie Hannibal Lecter in jungen Jahren. Muss ich mal gerade feststellen. Fehlt nur noch, dass er uns gleich das Gesicht vom Schädel trennt und da als Maske benutzt. So, da können wir bestimmt rein. Okay, der rennt uns jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit hin und her, hinterher. Vermutlich. Gegner sind ja hier noch keine. Ich werde erstmal hier ein bisschen... Oh, Munition. Oh, das ist ja wie Weihnachten hier. Sehr schön. So, ich würde gerne da oben hin, wo die Tür ist. Doktor, sind noch da? Sehr schön. Da kommen wir gar nicht hoch, ne? Wie kommt man denn da hin? Ach doch, da hinten. Alles klar. Da hat sich denn bevor wir ins Hospiz gehen... Was zum... Da oben. Ach, du Heiland, was bist du denn? Was ist denn das für ein Fettsack? So, den werden wir erstmal schön den Kopf wegballern. So. Ich hoffe, das war's. Alter Vater. MC Fett oder was hier? Meine Güte. So, komm, schnell. Schnell verbrennen. Hat da gerade was gepiept? Der hinterlässt mir nichts. Ich glaube, ihr habt sie noch alle. Super. Okay, wenigstens ein bisschen Munition. Ah, Kartenfragmente. Kartenfragment 5. So, und ich glaube, es gibt hier keine Karte, denn ich denke, die sind für irgendwas anderes. Ich muss mir das mal angucken, wofür das genau gut ist. So, wie gesagt, langsam öffnen. Oh. Wie kann man die denn dann bitte entschärfen? Toll. Ganz toll. Richtig klasse. Wir müssen los. Wahrscheinlich hätte ich die Leertaste loslassen müssen. Ja gut, okay, probieren wir es beim nächsten Mal nochmal. Ich bin ja, wie gesagt, noch neu hier. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Warum hat der Doktor sich jetzt nicht verletzt? Das wäre natürlich schlecht. Was ist das hier? Flasche? Nee, brauche ich nicht. Wahrscheinlich muss man die Leertaste dann wieder loslassen und dann die Bombe entschärfen. Probieren wir einfach beim nächsten Mal nochmal aus. So. Da ist nichts. Okay, da ist noch eine Flasche. Überall Flaschen. Das ist hier wie bei The Last of Us, hier mit den Flaschen. Ich habe The Last of Us zwar nie gespielt, aber habe mir dazu ein Let's Play mal angeschaut. Und da musste man auch immer die Gegner ablenken. Okay, die Musik verrät. Hier können wir gleich wieder irgendwo zurück und speichern. Alter! Okay. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen erschreckt. Okay, der Geist hat uns zum Glück nichts getan. Ich habe schon gedacht, ey, jetzt sind wir tot. Okay, es gibt also anscheinend auch ruhelose Geister hier. Die einem aber nichts machen. Doktorchen ist natürlich völlig unbeeindruckt davon. Den hat das jetzt gar nicht interessiert, so wie es aussieht. So, schön leise hier rein. Genau, den lassen wir einfach mal draußen. Oder kommt er jetzt mit hier rein? Ich habe keine Ahnung. Ah, Munition. Yeah. So, Leertaste zum Durchzwängen. Okay. Ich glaube, der Doktor ist gerade hinter uns, ne? Okay, hier haben wir noch was zum Durchsuchen. Munition. Also ich weiß ja nicht so recht. So viel Munition. Hat meistens nichts Gutes zu bedeuten. Ah, guck an. Notiz von Dorfbewohner. Sie haben Norman umgebracht. Seine Hilfeschreie haben plötzlich aufgehört. Ich höre jede Nacht Schreie. Wenn ich nicht versteckt bleibe, bin ich der Nächste. Oh je. Also das Dorf war wohl mal etwas friedlicher. Ja, wir gehen ja gleich. Jetzt mach mal low, Alter. So. Chill mal und so. So. Ich muss mir ja erst noch ein bisschen was mitnehmen. Siehste, hier habe ich noch was übersehen. Streichhölzer. Nee, also von solchen Dingen sollte ich immer die Mitnahmemenge auf jeden Fall auch leveln. Denn wir brauchen mit Sicherheit irgendwann noch mehr davon. So, wo waren wir denn jetzt überall? Hier vorne waren wir auch noch nicht, ne? Ach du Scheiße, was ist das denn? Eine Vogelscheuche? Nein, 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 du musst nur hinterherkommen. Können wir hier irgendwas mitmachen?
machen? Sieht ja nett aus, ne? Ich lasse dich schon nicht zurück. Voll in den Rhein gebackt gerade die Kamera. Dieses Gesicht. Der Typ an sich ist doch schon gruselig, oder? Seid doch mal ehrlich. So. Hilfe! Hilfe! Was hat der Junge für ein Problem? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er vor irgendwas weggerannt. So, wir schleichen uns mal an, nicht, dass wir ihn erschrecken. Na super, wo ist er denn? Was können wir... Achso, Flasche mal wieder. Nee, Flasche will ich keine. So, das Hospiz seines Bruders. Naja, ich hoffe ja, dass der Bruder noch am Leben ist. Leslie, wir sind's. Oh Mann. So, hier können wir uns verstecken. Toll. Er ist da runter. Was für ein gruseliges Bild. Oh Mann. Ach du Scheiße. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hätte ich mich draußen vielleicht noch ein bisschen umschauen sollen? Ich... Ach du Kacke. Rotes Licht bedeutet meistens nichts Gutes in so Spielen. Oh, warte mal. Wir können hier reingucken. So, und dann... Ich konnte gerade reingucken. Schade, geht nicht mehr. Warte mal, kann ich mir hier nicht... Was ist denn da? Nicht, dass ich da einfach reinstolziere und dann werden wir direkt überrascht. Okay. Gehen wir einfach rein. Ein Kontrollpunkt. Okay. Flasche. Warum sind hier überall Flaschen? Okay, wir haben die maximale Mitnahmemenge erreicht. Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Hier ist was. Beruhige dich. Scheiße, was denn? Was kommt denn? Alter! Ach du Kacke, was ist denn das? Etwas Schreckliches. Bleib ruhig. Alter. Alter, der ist unsichtbar. Nein. Du musst keine Angst haben. Wie kann ich den töten? Okay, ich muss... Ah, alles klar. Man sieht den so ein bisschen. Da, ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen. So, ich muss den, wenn er sichtbar ist, direkt treffen. Ich kann so jemanden natürlich schlecht in den Kopf schießen. Hier ist was. Oh, Kacke. Beruhige dich. Noch? Was ist denn das, ey? Ist das widerlich. Ich sehe dich. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich sollte... Warte mal, ich nehme mal... Oh, verdammt. Ich muss erst nachladen. Nein. Nein. So, wo ist er? Du musst keine Angst haben. Gucken, wenn die Luft flirrt, dann ist es meistens schon zu spät. Batsch! So. Streuwaffe. Das glaube ich am besten. So, wir haben ihn. Uff. Uff, uff, uff. Schnell verbrennen. Hätte ich wahrscheinlich direkt machen sollen. Scheiße. Ist es vorbei? Sind sie noch da draußen? Alter, unsichtbare Gegner. Das hat mir gerade noch gefehlt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Spiel hat ja doch noch ein bisschen was auf dem Kasten hier. Toll, meine gute Munition, ey. Ist es tot? Haben ja, es ist tot. Verdammt nochmal. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Hm. Tja, und ich glaube, Leslie gefällt das nicht so. Raus. Wir müssen los, hier lang. Kann nicht weg, kann nicht weg. Ich würde gerne noch eine Spritze haben, wenn das irgendwie möglich wäre. Sonst gehe ich gleich nochmal dahin, wo die Musik ist. Ich glaube, da können wir nämlich im Notfall nochmal unsere Energie tanken. Denn ich glaube, ich habe keine Spritze. Nee, verdammt. Und den Erste-Hilfe-Koffer haben wir auch schon verwendet. Hm. So, ist hier sonst noch was? Alter, was ein ekliges Vieh, ey. Bah! Mit so komischen Tentakeln. Was zum... Die Treppe ist weg.
Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren? Verstand verloren? Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Ruvik. Tatsächlich. Ah! Leslie, wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Dann lassen wir das besser. Ich weiß nicht, ob ich dahinter... Aber der sieht dem verdammt ähnlich, oder? Dem Leslie. Ob das so eine Art Bruder von dem ist? Ich bin mir gerade unsicher, aber er ist ja auch anscheinend auch ein Geist. Also nicht Leslie, aber Ruvik ist vielleicht ein Geist. Oh, schön. Oh Gott, eine Patrone. So, wir haben ja hier gerade ein bisschen Ruhe. Ich denke, ich werde mal ein paar Bolzen bauen. So wichtig ist das wohl gerade nicht, dem hinterher zu gehen. Was sind das für komische Käfige hier? Gut, wir bauen gerade mal ein paar Bolzen, Leute. So, was können wir denn bauen? Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, Explosivbolzen herstellen, weil die sind ganz gut. Da bauen wir mal zwei von. Das kostet immer 3 Stück. Aha, okay, was kosten denn die anderen so? Von dem habe ich einen. Machen wir mal davon einen und dann... Ja, Explosivbolzen. Mehr können wir leider nicht bauen. Dann haben wir 2 davon, 2 davon. Ich denke, das ist okay. Gut. Ich bleibe aber trotzdem erstmal auf der Pistole. Mit Leslie geht es offenbar nicht sehr gut. Können wir da irgendwas machen? Nee, leider nicht. Okay. Was zur... Doktor? Leslie? Uah, was war das denn jetzt? Fuck. Ach, du Scheiße, jetzt ist wieder diese komische Sicht. Die hatten wir ja schon, als die uns durch den Gang gefahren haben. Bleibt das jetzt so? Tatsächlich. Ach, du Kacke. Alter. Ich kann mich so kaum orientieren, weil das Bild immer anhält und dann hat man schon woanders hingeguckt. Okay, kann ich zurück? Uah. Okay, ich hasse sowas. Können wir jetzt nicht durch diese Tür dort? Uah. Ah, was? Ih. Alter, das Spiel macht einen fertig. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Was geht hier vor? Das wüsste ich auch mal gerne. Ih, was liegt da? Steht das auf oder sind das einfach nur Müllsäcke? Ich habe keine Ahnung. Bah. Jetzt sind wir schon wieder in so einer Suppe hier. Bäh. Widerlich einfach nur. Okay, hier ist wieder so ein Schacht wahrscheinlich, wo die Spielsachen, wenn sie kaputt sind, runterwerfen. Im wahrsten Sinne. Oh, guck mal da. Ah, kann man nicht mitnehmen. Mist. Kann ich denn nicht die Armbrust vielleicht nachladen? Und mir dann wieder einen mitnehmen? Ja, kann ich. Sehr gut. Her damit. Okay, da können wir wieder eine Falle auslösen. Das heißt, wir könnten Besuch bekommen. Da ist auch noch ein Bolzen. Den hätte ich gerne. Immer schön drauf achten hier auf die Bolzen. So, komm her. Ah, ist voll. Mist. Okay, ich muss dringend meine Bolzen leveln. Ich hoffe, dass wir gleich nochmal irgendwo... Uah! What the fuck? Oh! Alter! Was zum... Guckt euch das an! Ach, du heilige Scheiße! Wo kam denn das jetzt her? Hier war irgendwo... War eine Falle an der Wand wahrscheinlich. Boah, jetzt haben wir voll den riesen Bolzen im Rücken. Okay, er ist weg. Alter, ich brauche eine Spritze. Das darf doch nicht wahr sein. Hier muss doch mal irgendwo eine Spritze. Munition werden wir hier überhäuft, aber keine Spritze. Da ist auch noch eine Falle. Okay, da müssen wir aufpassen. Alter, ich muss dringend mehr auf diese Stolperdrähte achten. So, da ist ein Verbotsschild. Ich vermute, da kommen wir auch nicht raus. Hä? Okay, wir kommen doch durch. So, da hängt eine Falle an der Wand. Die habe ich schon gesehen. Alter Schwede. Okay. Die werde ich, denke ich, erstmal entschärfen. Ich dachte, man kann durch diese Türen, wo ein Einbahnstraßen oder ein Verbotsschild ist, nicht rein. Aber kann man wohl doch. Was ist das hier? Schockbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust. Der getroffene Gegner mit einem Stromschlag in Schach hält. Er kann am Boden, an Wänden und sogar an Gegnern platziert werden. Okay, offenbar aber allerdings tötet er die Gegner nicht, sondern setzt sie nur unter Schock. So, die gerade mal ausschalten. Boah,
genau die Mitte getroffen. Und ich sag ja, diese kleinen, fiesen Bomben, die Stelle, wo man dann entschärfen kann, werden immer kleiner. Ich hatte mir das schon fast gedacht. Leute, ich brauche eine Spritze. Ist hier irgendwo eine Spritze? So, da ist ein Hebel. Das heißt, wahrscheinlich haben wir dann hier wieder irgendwo eine Falle. Kann ich da rüber? Ah, irgendwie nicht. Schade. Wir können ja leider nicht springen. Ich glaube, da können wir da nicht rüber. Oder kann ich hier die Leiter nach oben? Warte mal. Ich glaube, wir können hier die Leiter hoch. Dann sind wir doch auf der anderen Seite, ne? Ja. Okay, das ist eine Brandfalle, so wie es aussieht. Moment mal, ich schleiche mich mal an. Können wir hier irgendwas machen? Ja, genau. Ich stehe genau drunter und ziehe den Hebel. Mit Sicherheit. Da ist noch so einer. So ein Kanister. Nee, 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 du. Das lassen wir mal schön bleiben. Da gehe ich doch lieber hier noch ein bisschen rum. Alter, ist das hier noch real? Oder wo sind wir hier? Was ist das hier für eine Realität? Ich habe langsam echt den Überblick verloren hier. C verbrennen. Uah, ja, super. Ich dachte, da lägt auch eine Leiche. Mein Gott, ich muss mich hier dringend mal noch an ein paar Dinge gewöhnen. Das ist ja schrecklich. So, Munition. Sehr schön. Können wir die kaputt machen? Jo. Vielleicht ist ja irgendwo eine Spritze drin. Das wäre zumindest wünschenswert. Schon wieder hier die Suppe. Okay. Da unten ist auch noch eine Falle. Und hier können wir eine Leiter nach oben. Ich gehe mal die Leiter hoch. Vielleicht haben wir da oben ja noch was. Ich weiß nämlich gerade auch überhaupt nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Wir werden ja hier immer so irgendwo hin teleportiert und dann heißt es, ja, komm mal zurecht, Junge. Egal wie. Was ist denn hier? Falle ist hier keine. Können wir aber auch nichts machen. Tja, nee, da, hier können wir genau nichts machen. Okay. Elegant abgerollt. Ja, da ist eine Falle. Das habe ich auch schon gesehen. Runter, runter, runter. So. Komme ich da dran? Kann ich die entschärfen? Wow, die können wir mal nicht entschärfen. Interessant. Weil er kommt da nicht dran. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir hier zu der anderen Falle und entschärfen die. Können wir wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch, die können wir entschärfen. Okay. Zack. Nein! Oh nein! Ach du Scheiße. Okay, wir haben ja einen Kontrollpunkt. Ist nicht schlimm. Ach du Kacke. Okay, ein bisschen früher Leertaste drücken. Meine Güte, diese Fallen. Danke. Ich wollte gerade sagen, mach doch mal Licht an hier. Meine Fresse. So. Wir können im Wasser auch nicht rennen, leider. So, hat er sich denn die Bolzen schon mitgenommen? Nee, hat er nicht. Siehste. Das hat er nicht gespeichert. Und ich wollte doch... Ich wollte doch nachladen. So. Den konnte man ja nicht mehr aufnehmen. Das war dann zu viel. So, und jetzt ausnahmsweise da vorne nicht in die Falle rennen. Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. War die hier schon? Ne, ich glaube, die war oben, ne? Wir nehmen uns erstmal hier die Munition mit. So, hier war ja noch keine Falle. Verbrennen tun wir jetzt mal nicht. Wir gehen erstmal hier rein. So. Weil den Schockbolzen möchte ich schon gerne mitnehmen. So, war hier die Falle? Ich bin so da vorne an der Wand. Genau. So, den nehmen wir uns mit. Und die Falle tun wir dann deaktivieren. In der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Ich mache schon mal drei Kreuze, wenn ich es geschafft habe. So, komm her. Und sitzt! Ja! So leicht vorher immer Leertaste drücken. Mein Gott, das ist so spannend jedes Mal. Diese verdammten Fallen. So, hier war... Genau, hier waren nur die Fässer. Das ist also uninteressant. Da brauchen wir dann auch nicht nach oben. Ich könnte die natürlich auch einfach lassen, die Falle. Wäre ja jetzt auch noch egal. So, da oben war ja nichts. Da waren wir ja schon. Dann, tja. Würde ich sagen, gehen wir hier rüber. Und gucken mal, was uns erwartet. Tja, schade, dass wir die nicht entschärfen können. Können wir den... Doch, können wir doch. Ah,
ich dachte, wir können das nicht, weil die zu weit weg ist. Können wir doch. So, Bolzenteile, wunderbar. Da unten nehmen wir uns auch noch mit. Die habe ich die mal letztes Mal mitgenommen? Ich glaube nicht. Ja, sehr schön.